Vom alten Eilerfischerjungen Big Pete gibt es die neue Xmas Edition für das Weihnachtsgeschäft 2023. Diesmal ein Sherry Finish in Fassstärke mit 54,8 Volumenprozenten. Hallo und herzlich willkommen zum Whisky Turntable. So viele Big Pete Abfüllungen habe ich noch gar nicht probiert. Ich glaube mal vor ein paar Jahren eine zur Weihnachtszeit, wo ich eben ein paar Samples in meinem Whisky Adventskalender so durchprobiert hatte. Aber ansonsten, na, vielleicht nochmal zwei andere. Kann ich euch gar nicht so genau sagen. Meistens sind sie, ja, Ex-Bourbon-lastig, um es mal so auszudrücken. Hier mal ein Sherry-Finish. Gibt es so oft gar nicht. Zugegeben, ich habe jetzt nicht alle Big Pete-Abfüllungen analysiert und recherchiert, die es so gibt oder gab. Ich hatte aber eine gefunden, die wurde mal für whisky.de, glaube ich, exklusiv abgefüllt. Auch ein Sherry-Finish, dann aber in Trinkstärke. Hier, wie gesagt, Fassstärke, wie das Übliche. Ne? Wir haben... Er ist nicht gefärbt, wir haben keine Kühlfilterung, also das, was wir generell mögen. Auf der anderen Seite auch das Übliche, wir haben keine Altersangabe. Wir wissen nicht, wie lange das Sherry-Finish gedauert hat. Wir wissen nicht, welche Fässer verwendet wurden. Der Spruch von den verwendeten Brennereien ist ja, ich weiß gar nicht, ob der variiert, aber mir kommt er immer relativ konstant gleich vor. Ne? Bowmore, Kalila, Artback und natürlich Port Ellen darf gar nicht fehlen, wenn es da drauf steht. Ich muss noch mal eben gucken. Artback, Bowmore, Kalila, Port Ellen, ja. Theoretisch muss dann ja auch nicht mehr drin sein, aber es kann natürlich noch die ein oder andere Brennerei mehr drin sein. Gut, er kostet so 50 bis 60 Euro. Wenn man ein bisschen sucht, kriegt man ihn unter 50 Euro. Wo ich ihn dann preislich auch, mal gucken, wie mein Urteil ausfällt, aber wo ich ihn generell für das, was ich hier kriege, akzeptabel finde, vom Bauchgefühl, ne, kann ich euch jetzt nicht näher erklären. Irgendwo zwischen 45 und maximal 50 Euro. Wie gesagt, die meisten Shops wollen ab 50, 55 bis 60 Euro dafür haben. Sherry-Fassstärken Eiler gibt es auch nicht so oft. Ich hatte erst letztens eine von der Elements of Eiler Serie. Ich weiß jetzt echt nicht, welches Video er kommt. Das liegt dann aber, glaube ich, eher bei 55 bis 65 Euro, also etwas höherpreisiger. Und sonst fallen mir nicht viele ein. Die günstigen, üblichen Verdächtigen haben dann oft, oder da gibt's dann schon mal einen Sherry-Finish, wie bei den Finlegans, aber nicht in Fassstärke. Deshalb, nun gut, denke ich, wie gesagt, bis 50 Euro wäre das alles gerechtfertigt. So, gucken wir mal. Wie gesagt, ein Blended Malt. Da aus mehreren Brennereien und nicht nur aus einer. So, Rauch steigt schon in meiner Nase. Bei dieser Edition für Whisky.de war eine PPM-Zahl angegeben. 40. Hier nicht. Also ich hatte die nicht, aber ich hatte sie eben erst vorhin gesehen, da ich ein bisschen recherchiert hatte zu Big Pete und Sherry. Und das fände ich hier auch ganz interessant, wenn sie sowas einfach mal angeben würden. Es ist auf jeden Fall unter Eiler Südküstenniveau. Wenn ich jetzt da bei 50, 55 PM bin. Also ich sehe ihn hier auch maximal bei 40, vielleicht eher 30. Was ich überhaupt nicht schlimm finde, denn es ist ein dezenter Rauch. Es ist kein Rauch, der direkt anspringt, wie wir es oft bei den ganz, ganz preisgünstigen Eiler-Abfüllungen haben. Er hat eine gewisse Rauchigkeit, Aschigkeit, gleichzeitig phenolische Eindrücke, auch wenn die nicht sehr stark sind. Rauchig, aschig, phenolisch, zitrusfruchtig, also nicht der Rauch oder bastelt's wie ihr wollt, aber die springt mich dann oder kommt dann als erstes rausgekrochen aus dem Glas. Sie ist aber schon etwas bedeckt mit dem, was er wahrscheinlich das Sherry-Fass da gemacht hat.
kommt der Alkohol. 54,8. Wie gesagt, 55 ist er so bei Fassstärken oder High-Proof-Abfüllung so mein Maximum, wo ich nicht so drüber möchte. Deshalb passt die hier ganz schön. Dann kommt Alkohol. Es riecht etwas alkoholisch. Klar ist eine Fassstärke. Es riecht etwas spritzig. Kein Alter. Ja, wie gesagt, Zitrusnote kommt raus. Dann habe ich bärige, säuerliche Aromen vom Sherryfass. Selbst Holz nehme ich hier noch nicht mal großartig wahr. Sehr wahrscheinlich muss er etwas gekitzelt werden. Ich werde ihn jetzt aber einmal so probieren. Wie gesagt, da betäube ich mir jetzt nichts zu sehr, als wenn ich jetzt hier so eine 62% Verstärke oder sowas hätte, ne? Nehmen wir ihn mal. Feuer im Mund. Ah, der ist mal wieder blutjung. Der Sherryfass dämpft das Ganze. Schön aschigen Eindruck. Einen starken aschigen Eindruck. Der Rauch ist viel, viel intensiver am Gaumen im Mund, als ich ihn in der Nase hatte. Kann natürlich auch durch die Fassstärke etwas verschlossen gewesen sein. Also jetzt möchte ich auf jeden Fall sagen, dass er seine 40 ppm wenigstens hat. Aus der Zitrusnote wird leider keine Orange. Ich habe dann eher, wie gesagt, bärige Eindrücke. Die Säure habe ich jetzt beim ersten Schluck gar nicht, oder ich konnte es da nicht verfolgen. Es geht dann irgendwie in diesen alkoholischen Touch rüber, nach hinten hin mit dem starken Alkohol. Schwer zu deuten, gerade beim ersten Schluck. Dann kommen holzige Assoziationen, amerikanische Eiche, so die ersten Spuren. Ja, wer weiß, wenn es ein Sherry Hogsheads aus amerikanischer Eiche waren oder so, die ein wenig Holz dagelassen haben. Also wer sich jetzt daraus, also wenn man das auf der Verpackung liest, ich blende es ja ein, da hört sich das an. Und das hat mich daran eben so fasziniert. Hey, cool, schöner Eilerrauch, nicht zu teuer, kombiniert mit im Idealfall weihnachtlichen Sherry-Aromen, wo mir irgendwie meine Zweifel da schon kamen, weil ohne Altersangabe und naja, Sherry-Finish. Ich hatte euch ja vorhin schon die Farbe eingeblendet. Er ist jetzt nicht tot gefärbt, ne? Also das waren jetzt keine klitschnassen Sherryfässer oder so. Ingwer, wenn man es nett sagen will, er ist scharf. Das Sherryfass benebelt das Ganze so ein wenig. Es versucht so einen Mantel aus diffusen Bärensäurenaromen darüber zu stülpen, ohne dass das Ganze rund wird. Der Rauch ist noch das Schönste. Geht in erster Linie mit dieser leichten Zitrusnote, die ich immer noch so merke, oder macht so einen Schwenk über Kalila. Und ja, ich meine, es ist eben Blended Malt. Der Rauch ist interessant. Den Rauch finde ich ganz annehmbar. Das Sherry Finish hätten sie weglassen können. Klar, dann wäre es wie jedes Jahr eine normale Big Pete Abfüllung. Und vielleicht wäre sie wieder zu flach, wie ich es, glaube ich, damals auch schon bemängelt hatte. Mich hat jetzt ein Big Pete noch niemals so richtig abgeholt. Es gibt welche mit Altersangabe, die hatte ich aber noch nicht. Oder sind auch wirklich selten. Und dann sind sie so hochpreisig, dass es irgendwie, also hier macht es ja für mich Sinn, weil wo kriege ich denn
Von einer Originalbrennerei ein Sherry-Finish in Fassstärke. Irgendwas werdet ihr mir jetzt runterschreiben, vielleicht vergesse ich gerade was. Aber nee, meine ich nicht, ne? Kilhoman gibt's den Snake nicht als Fassstärke. Und, komm. Und sonst, bei Laphroaig krieg ich sowas nicht. Bei Lagavulin kriege ich sowas nicht. Bei Artback, ja klar. Den Ugi ist ja dann gar nicht so viel teurer oder gleich teuer, je nachdem, bei welchem Shop man kauft. Ja, den würde ich da aber, also muss ich jetzt sagen, jetzt erstmal unverdünnt, würde ich den Ugi aber blind greifen. Muss ich wirklich sagen. Also sofort bevorzugen. So. Kommen jetzt mal ein paar Gewürze raus. Auch immer noch relativ schwach. Also als hätte ich ihn nicht verdünnt. Zugegeben, diese Orange wird etwas, Entschuldigung, die Zitrone wird etwas orangenlastiger. Mit ganz, ganz viel Wunsch habe ich die Assoziation, dass da eventuell mal so etwas wie Zimt hätte entstehen können. Ich habe hier kein Leder, ich habe hier keine Politur, ich habe keine. Ja, dieses Fruchtwirrwarr, jetzt wo es verdünnt ist, es ist ein wenig süßer geworden. Der Rauch geht eine Spur zurück jetzt von, oder die Aromen sind vielleicht stärker geworden, der Rauch gleich geblieben, sage ich es mal besser so. Und ich habe jetzt ein paar Kräuter, ob die weihnachtlich sind, lasse ich mal dahingestellt oder sei mal dahingestellt. Es wird etwas orangiger. Ich habe so ein Gedanke, ich hätte gerne Zimt. Ich glaube, den wünsche ich mir eher, als dass ich ihn habe. Die Kräuter werden allmählich ganz annehmbar. Und dann habe ich so diffuse Sherry-Noten. Also nicht irgendwie so, oh, eine tolle Rosine oder tolle Trockenfrüchte, sondern es bleibt bärig, die Säurelast ist nicht mehr so da. Ja, so die Ecke. Hinten raus etwas stärkeres, oder diese leichten amerikanischen Eichenaromen sind etwas stärker geworden und haben so etwas Leichtes, also um Gottes Willen, wenn ich hier von Alter spreche, aber täuschen so etwas Leichtes vor, als wäre es irgendwie so etwas trocken, staubig, älter. Minimalst, ne? Nicht falsch verstehen. Die Jugend geht aber nicht. Da müsste der Rauch noch stärker sein. Also auf der Abgang auch jetzt hier beim, wievielten habe ich, dritten Schluck? Irgendwie alles so traurig. Also ich habe es ja eben so genannt. Ich habe mich jetzt auf dieses Video ein bisschen zu der Flasche recherchiert, habe mir aber jetzt im Vorfeld nicht so die Gedanken gemacht nach Alternativen. Wie gesagt, diese Elements of Isla Abfüllung. Würde ich jetzt aus dem Bauch raus sagen, dass ich die besser in Erinnerung hatte. Das war aber eine Vollreifung, bin ich ziemlich sicher. Steht ja auch kein Alter drauf, ne? Brauchte man nicht lange reifen lassen. Die hat mir etwas besser gefallen, sagen wir es hier so, zu dieser Abfüllung will ich sonst gar nicht weiter darauf eingehen, weil ich nicht weiß, welches Video ich eher veröffentliche. Vielleicht, weil Weihnachten kommt, dass ich das hier erst mache, weil die Elements of Isla Sherry Abfüllung, die gibt's schon ewig. Da kommt es auch nicht drauf an, ob sie dann erst nach Weihnachten kommt. Die Nase ist schöner geworden mit dem Verdünnen. Im Mund minimal, die Jugend kommt einfach durch. Es ist nichts Rundes dabei. Der Rauch ist ganz in Ordnung, aber wenn ich mir einen Whisky nur wegen Rauch kaufe, dann brauche ich keinen Sherry-Finish. Nochmal zum Abschluss ist mein einzigster heute.
Also wenn ich ihn auf der Zunge habe, habe ich schon dieses Gefühl, oh je, gleich wird's jung. Und wenn er dann im Abgang ist, dann wird's jung. Dafür 50 Euro auszugeben, Minimum, ne, vielleicht auch sogar 60. Nein, würde ich nicht machen. Meine persönliche Meinung. Wie gesagt, ich würde mir einen Ugi nehmen, wenn ich irgendwie Richtung Fassstärke möchte und irgendwie, wenn Sherry enthalten sein soll. Und die Elements of Isla Sherry Abfüllung würde ich auch vorziehen. Und sonst fällt mir dazu nicht viel ein. Ja, gut, sie haben mal was Neues gemacht, das kann man ihnen nicht vorwerfen. Aber irgendwie mal eine Zahl draufschreiben, das wäre doch schön. Ja, sie werden es nicht nötig haben. Sie werden ihr Zeug wohl so loskriegen. Aber wie gesagt, ich brauche den nicht unterm Baum. Okay. In diesem Sinne. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.